Erstens, ja, ich weiß, ich sehe total müde und fertig aus, aber egal. Mhm. Gerade eben ist der PlayStation 5 Showcase eingegangen und es wurde Five Nights at Freddy's Security Breach gezeigt. Und ganz ehrlich, und ich werde das jetzt nicht zensieren, aber holy shit, sieht das geil aus. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Also ich weiß noch nicht, wie lange das Video gehen wird. Kann sein, dass es vielleicht nur 4-5 Minuten geht. Egal. Bevor wir jetzt den Trailer anschauen, dann kann ich jetzt auch mal mir die Teaserbilder anschauen, die ich mir die letzten Monate eigentlich gar nicht so angeschaut habe. Also ich gehe mal nach der Reihenfolge. Das Bild hier, Protect. Also was muss man beschützen? Wen muss ich beschützen? Keine Ahnung. Ich habe auch jetzt ehrlich gesagt die Bücher nicht wirklich gelesen zu Five Nights at Freddy's. Ich habe Silver Eyes zum Vierteln, glaube ich, gelesen, aber das ist schon einige Jahre her. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich habe keine Ahnung. Und den Charakter kennen wir ja aus Help Wanted, Vanny. Wahrscheinlich nicht durch meine Videos, weil so weit bin ich in dem Spiel nicht kommen. Aber da musst du schon ein paar Sachen machen, damit du den Charakter siehst. Zumindest die Maske davon. Und da steht er da unten. Obey, also gehorche. Ich denke mal, Vanny wird auch eine sehr große Rolle spielen in Security Breach. Das sind so, ich denke mal, eher so, ja, Concept-Bilder könnte es sein. Einmal von, ich weiß jetzt nicht mal was, ja, Rockstar Chica, glaube ich, gibt es schon. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Animatronics heißen. Die haben, das sind auch wieder neu, aber ich glaube, das ist, ich habe gerade ehrlich gesagt echt keine Ahnung. Ach, und nicht wegen dem fehlenden Greenscreen hinten wundern. Ja, man dachte, wenn das Video wahrscheinlich nur 2-3 Minuten geht, aber dachte, ich baue jetzt den Greenscreen nicht auf, aber das war jetzt gerade mal so nebenbei am Rande. Also von der Form sieht es am Gesicht so aus wie Chica. Ich weiß, war es Showtime? Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Also wer es weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ja, ein Party, war das nicht auch so ein... Nee, es war, glaube ich, nicht das von Chica. War das nicht Let's Eat oder irgendwas sowas? Also zumindest von F1. Und ein Teaserbild haben wir ja noch. Ich habe keine Ahnung, wer der Animatronic ist. Das wird wahrscheinlich ein komplett neuer sein. Vielleicht kriegen wir ja dann doch irgendwie so eine Performance an dem Spiel, weil bei Help Wanted war ja ursprünglich eine Performance geplant. Aber es ist nie im Spiel gewesen. Also ich glaube, in der früheren Version war es möglich, wenn du, ich glaube, auf den Showtime-Button drückst, dass so eine Performance kommt, aber naja, wurde im Spiel dann nie gezeigt. Was schade ist, weil Scott hat ja gemeint, eventuell kommt es dann irgendwann später wieder rein ins Spiel, aber bisher gab es auch kein Update mehr für Help Wanted. Ich glaube, das kommt dann nicht mehr. Also das waren jetzt so die 4 Teaser-Bilder zu Security Breach. Und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns den Teaser-Trailer an. Oder beziehungsweise den Trailer an. So, das ist jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Five Nights at Freddy's Security Breach Teaser-Trailer. PS5. Play. Ich sage schon gar nicht mehr, ich sage Play, sondern Bam. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Sieht so gut aus. Gregory, I may have lost my temper earlier, but it was just a glitch. It won't happen again. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? It won't happen again. It was just a glitch. Gregory, be still. I think she's found us. Das war Vanny gerade. Aber wer ist Gregory? Ich muss mir da noch mal ein bisschen reinlesen. Five Nights at Freddy's Security Breach. Oh ja, kurz mal Pause. PlayStation Console Exclusive, also PS5, PS4. Für 3 Monate zeitexklusiv. Danach wird es wahrscheinlich auf Switch wird es erscheinen. Xbox One. Auf PC erscheint es auch, steht da unten. Also available on PC. Was ich persönlich vermute, dass Security Breach auf dem PC Richtung Halloween veröffentlicht wird und Security Breach, ist ja Security Breach, die PS4, PS5-Version dann im November. Oder die machen PC und PS4 Richtung Halloween und PS5 halt dann zum Launch am 19. November für die PS5.
Oder die schmeißen das komplett erst Mitte November auf den Markt. Keine Ahnung. Aber da, mir ist beim ersten Mal anschauen da eine kleine Sache nicht aufgefallen. Ein kleines Detail. Ein komplett neuer Animatronic. Ist mir bisher nicht aufgefallen, als ich es erstmal angeschaut habe. Pass mal auf. Oben. Seht ihr. Das ist ein komplett neuer Animatronic. Da. Wer ist es? Es sieht irgendwie so leicht wie Bibi, so leicht, aber irgendwie noch mehr verstörend. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Animatronic ist. Es sieht extrem spooky aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du hier... Ich weiß nicht, ob das da vielleicht so der Central Hub ist da vorne, wo du dann praktisch in die verschiedenen Stages kannst. Oder hier sieht man ja auch überall die Wege, dass du da auch hier und da immer dann vorangehen musst. Oder dass du da in den nächsten Bereich kommst. Ich weiß es nicht. Es sieht verdammt interessant aus. Oder das ist im Prinzip dann so Main, aber so die Eingangshalle da rechts. Warte mal. Da ist Freddy, da ist Chica. Ach, Glamrock, jetzt! Bam! Glamrock Freddy, Glamrock Chica. Mir ist das Wort nicht eingefallen. Glamrock war's. Aber es sieht so gut aus. Und man kann leider da den Text nicht mehr lesen. Freddy Mega. Wahrscheinlich. Soll es Party sein? Nee. Ich weiß nicht. Freddy Fazbear. Oder Fazbear's Mega. Wahrscheinlich Mega Part. Ah, nee. Pizzaplex. So rum, weil ich habe nur links schauen müssen. Aber wer ist dann das hier links? Ich habe keine Ahnung. Also es sind auf jeden Fall komplett neue Animatronics dabei, also die Glamrocks. Und wenn man da Vanny gesehen hat und auch gehört hat, wenn man, also sie gehört hat, dann spielt sie dann nach Help Wanted. Das ist der allererste Jumpscare im neuen Spiel, also nicht der erste wahrscheinlich, den man sehen wird, aber so ein Ausblick auf einen Jumpscare in Security Breach. Also ich denke mal schon, dass das Vanny ist. Ich sehe die Ohren. Also könnte sein... Lass uns nochmal anschauen. Man sieht nicht so viel, aber es könnte sein, dass es Vanny ist. Aber ich weiß nicht, wer Gregory ist. Gregory, be still. I think she's found us. Ich weiß ja nicht, ob das Glamrock Freddy ist, der da spricht. Also ich weiß nicht, irgendwie hätte ich die Stimme so mit Freddy verbunden. Ich weiß es nicht. Also... Der Teaser-Trailer ist mega interessant. Der neue Animatronic sieht verdammt spooky aus. Also, das, was ich auch mal gelesen habe, das ist, wie gesagt, nur Gerüchte, dass es in VR und in Nicht-VR spielbar ist. Kann ich mir aber vorstellen, dass das stimmt. Help Wanted war ursprünglich ja auch nur in VR. Und danach war es ja auch nicht VR. Ich kann mir vorstellen, dass sie das auch so machen. Damit zum Beispiel, wenn es auf der Switch dann rauskommt, dass die Leute das natürlich da auch spielen können in Nicht-VR. Aber VR, das wäre schon ziemlich heftig, weil Help Wanted ist bis dato für mich das beste Five Nights at Freddy-Spiel, weil einfach VR macht alles besser. Und ich denke, das war es auch von diesem kleinen Infovideo. Ich habe gedacht, komm, das muss jetzt einfach aufnehmen, weil ich habe das in dem Showcase gesehen, das sah so geil aus. Anfangs habe ich ja gar nicht so daran gedacht, dass es Five Nights at Freddy ist. Dann habe ich Glamrock Freddy gesehen. Eure Meinung zum Security Breach Teaser Trailer? Und seid ihr auch gehypt? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt, bedanke ich euch natürlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.